Als nächstes möchte ich zeigen, wie es sich anhört, wenn man ein schmalbandiges Filter von 2 Hertz Breite über den Bereich wandern lässt. Wir fangen bei 10 Hertz an. Da ist die Aufnahme zu Ende, aber man konnte sehr schön sehen, dass je nachdem, wie das Filter steht, man einen völlig anderen Eindruck bekommt. Das könnte bedeuten, da wir ja alle nicht gleich hören, dass wir ein und dasselbe Signal auch unterschiedlich hören.